Hallo, hallo, hier ist Muffel1972 von den Nomads. Heute unterwegs im Gravedigger auf der neuen Karte New Bay. So, es ist ein 8er Matchmaking und ich möchte, dass wir nach links fahren. Nicht die Brücke, gleich die Brücke hoch oder so. Und auf so neuen Karten oder unbekannten Terrain oder so ist es immer ganz gut, wenn das Team oder die Gruppe relativ dicht zusammen bleibt. Das ist eine große Karte auch. Man kann nicht quer rüber schießen oder so. Also von daher, ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe die 5-mal gespielt oder so vielleicht bis jetzt und will nicht sagen, dass ich mich auskenne auf der Karte, gute Stellen oder irgendwie sowas, aber auf jeden Fall erstmal vorsichtig sein und immer ganz gut im Team bleiben. So, und wir haben zwei Stück, die dann nicht so mitfahren mit dem Team. Das ist immer nicht so gut. Das ist so eingangs, was ich so meinte. Die sind ja jetzt erstmal aufgegangen. Ich will mal gucken, ob ich da rangucken kann, aber ja, kein freies Schussfeld. Ich war mir nicht so sicher, woher. Will jetzt auch nicht. Also sind jetzt ja mitten auf der Karte, immer gefährlich auch. Der Gegner weiß jetzt auf jeden Fall, aber mit dem langsamen Panzer, was will man machen? Und ich weiß schon, dass der Black Prince so eine harte Nuss ist. Also will ich da mal ran an die Marie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich durchladen sollte. Ich lade jetzt nochmal durch. Der Black Prince wird natürlich mutig. Ja, und immer ran an die Kanone. Ich weiß, genug runter war der Fehler eben. Erstmal wieder in Deckung. Black Prince weiß natürlich auch, dass ich nachladen muss. Tankenstein erstmal schön reingesammelt. Da kommt der IS. Muss man auch drauf aufpassen. Ein bisschen geschwächt. Den kann ich mit ein bisschen Glück jetzt rausnehmen mit einem Clip. Und so klappt es. Reload. Den Einschuss habe ich natürlich nicht verfeuert, sondern einfach durch doppeltes Anklicken auf APCR in einem Auswahlmenü bei den Touch-Dingern geht man in den Reload. Wäre das nicht Spaß. Ja, warum der den Black Prince da nicht. Na gut. Sehr ärgerlich. Ja, ich will jetzt trotzdem, ich werde da von hinten beschossen, erstmal wieder zum Team zurück und Schulterschluss machen. Und ja, ich muss da jetzt vorbei am T71. Der T71 täte gut daran, hochzufahren wieder mit mir. Weil wir da so einigermaßen safe sind. Und jetzt sehe ich da auf der rechten Seite vor mir, so leicht, dass da zwei Panzer auf unseren gehen. Und da ist jetzt natürlich höchste Eisenbahn. Da ist der Rheinmetall. Ich habe absichtlich wieder auf AP umgeschaltet, weil ich mir nicht sicher bin, dass meine APCR, meine HE immer fetten Schaden macht. Ich wollte auch nur mal sicher gehen jetzt. So, jetzt hier hinten noch so ein kleines Problemchen. Der Junge hat fast meinen ganzen Panzer zerstört. Es hört einfach nicht auf, was hier kommt. Ne? Ich lade, lade, lade. Und er hat ihn auf One-Hit runtergeschossen, was mir die Möglichkeit gegeben hat, ihn rauszunehmen. Er ist zwar gestorben, aber es hat sich gelohnt, ihn zu retten. So. Und jetzt hier auch beim FV. Alles rein. Bam! Ja. Und am Ende haben wir es irgendwie gewonnen. Und es sind 6 Kills gewesen.
Und ja. Gravedigger, Low-Tier-Gefecht. Hier, wir können noch mal kurz gucken. 2000 Damage auch okay. Und ja, ich sage immer wieder, rettet eure Teammates, so, wenn die in Bredouille sind und SOS drücken oder sowas. Geht hin, rettet sie. Alles klar, das war's. Ciao.